In diesem Video zeige ich Ihnen die Unterschiede zwischen dem Telekom Media Receiver 102 und 200, also den Zusatzreceivern für Entertain. Optisch ist der alte Receiver etwas dicker, aber kleiner. Der neue ist etwas größer, was aber einfach damit zusammenhängt, dass er faktisch baugleich mit dem Hauptreceiver MR400 ist, den man hier auch im Hintergrund einmal sieht. Sind faktisch identisch. Der einzige Unterschied ist, dass der MR200 keine Festplatte integriert hat. Das ist also so geblieben wie früher. Es gibt diesen vernetzten Videorekorder, das heißt, der nutzt genauso die Festplatte des Hauptreceivers mit, hat aber keine eigene Festplatte. Ein Unterschied ist auch noch, dass beim MR200 das Netzteil selber extern ist, was ja früher integriert war, aber das kann man ja schön hinter dem Schrank verstecken. Von der Bedienbarkeit her, beide natürlich mit Fernbedienung. Die neue ist in Hochglanz, die andere war matt. Die neue Fernbedienung hier ist unten etwas dicker, dafür oben etwas schmaler, liegt damit etwas ergonomischer in der Hand. Und sie hat den Vorteil, dass hier normale AAA-Batterien enthalten sind, während sie bei der alten Fernbedienung ja Knopfzellen brauchten. Also hier ist der Batterienachbau etwas günstiger und man hat diese ja natürlich auch im Haus. Ansonsten von der Menüführung her alles relativ ähnlich und schlicht gehalten. Eine Besonderheit der neuen Fernbedienung ist hier beim MR200, genauso auch wie beim Hauptgerät, diese Umschalttaste Fernseher steuern. Das heißt also, wenn Sie einmalig das eingerichtet haben, entsprechend des Herstellercodes Ihres Fernsehers, können Sie einmal umschalten, dann können Sie mit dieser Fernbedienung vom Media Receiver auch direkt an Ihrem Fernseher Sender umschalten, Lautstärke regeln etc. Also das ist auch eine Besonderheit von dem neuen Gerät. Den einen Ausschalter haben natürlich beide Geräte vorn. Hier beim neuen habe ich dann noch den Sender vor- und zurückschalten, egal ob Radio- oder Fernsehsender, und den Umschaltermodus zwischen TV und Musik. Bei der Zweitbox selber war ja nur der Ein- und Ausschalter, sonst keine weiteren Bedienmöglichkeiten. Schauen wir das Ganze einmal von hinten an. Was gleich auffällt, beim neuen Receiver fehlt der SCART-Anschluss, den ich hier beim alten oben habe, und auch der Audioausgang mit Chin-Steckern. Einfach weil das veraltete Technologien sind. Gerade mit SCART funktioniert ja gar kein HD-Fernsehen und HD-Fernsehen bei großen Fernsehern wird ja immer wichtiger, dass die Qualität stimmt. Einen optischen Audioausgang haben beide Geräte und das neue Gerät hat zusätzlich auch einen Koaxial-Audioausgang. Also je nachdem, was Ihr Soundsystem, wenn Sie sowas haben, unterstützt, haben Sie beim neuen Receiver die Wahl zwischen diesen beiden Anschlüssen. HDMI haben ebenfalls beide Geräte, um den Fernseher mit dem TV-Signal in hochauflösender Qualität zu versorgen. Dann natürlich der Netzwerkport auf beiden Geräten, um letztlich den Receiver mit dem Internet, also mit Ihrem Telekom-Router zu verbinden. Wenn das Ganze kabellos erfolgen sollte, dann brauchen Sie eine WLAN-Bridge oder einen Powerline-Adapter. Dann haben wir hier noch den USB-Anschluss an beiden Geräten. Beim alten Receiver war der bisher ohne Funktion. Und beim neuen MR200 können Sie dort zum Beispiel einen USB-Stick anschließen und dann Fotos oder Musik vom Stick abspielen. Ein- und Ausschalter bei beiden und entsprechend der Stromanschluss. Und hier unten, das ist eine Blindklappe. Wie gesagt, die Geräte sind baugleich, der MR200 und das Hauptgerät MR400. Hier würde beim MR400 halt die Festplatte drin sitzen. In dem Fall ist das halt ungenutzter Raum. Hier nochmal von der Seite, dass man da sieht, die Dicke der Geräte, also das neue Gerät ist etwas flacher und vorne optisch auch schöner, dafür halt in der Länge etwas größer links und rechts. Von der Leistungsfähigkeit her, zum einen Stromverbrauch, die alte Zweitbox MR102 hatte ja etwa 18 Watt im Betrieb, der neue hat nur noch etwa 10 Watt, also wenn Sie das Gerät betreiben, etwa der halbe Stromverbrauch. Beim Standby nehmen sich beide Geräte nicht so viel, das ist beim alten Gerät glaube ich 9 Watt, beim neuen sind es jetzt 8 Watt. Und das neue Gerät hat zusätzlich einen Energiesparmodus, wo es nur etwa ein halbes bis ein Watt verbraucht. Der einzige Nachteil wäre dann, dass die EPG-Daten nicht automatisch geladen werden, auch keine Software-Updates. Aber wenn die Funktion nicht wichtig ist, kann ich beim neuen Gerät den Stromverbrauch auf ein Minimum reduzieren. Auch von der Leistungsfähigkeit her deutliche Verbesserungen. Hier ist einfach ein viel stärkerer Prozessor und mehr Arbeitsspeicher verbaut. Also etwa doppelt bis viermal so leistungsfähig ist das neue Gerät. Das merkt man dann beim Umschalten von Sendern, aber auch in der Menüführung, dass es einfach viel flüssiger alles funktioniert. Abgesehen davon auch viele neue Funktionen bei den neuen Entertain TV-Tarifen. Das ist noch wichtig zu erwähnen. Diesen MR200 können Sie ausschließlich am
in Verbindung mit dem MR400 betreiben, also nicht mit einem alten MR303 und auch ausschließlich mit den neuen Entertain-TV-Tarifen, die es seit Mitte 2016 gibt, also nicht mehr mit den alten Classic-Tarifen, sondern mit Entertain-TV, wo es auch verschiedene, viele neue Funktionen gibt. Mehr Infos auf unserer Webseite. Wir beraten Sie auch gern zu einem Tarifwechsel, telefonisch oder online.